In Wolfsburg, in der ganzen Liga, sticht eine heraus. Pernille Harder, frisch gekürte Torschützenkönigin mit 27 Treffern. So verhalf sie ihrem Team zum 4. Meistertitel in Folge. Die Dänen, eine Ausnahmekönnerin. Starke Technik, schöne Tore. Also ich denke, ich war immer ein bisschen besser als die anderen in die Mannschaft, wenn ich war ein Kind. Und wenn ich war 10 Jahre, hatte ich eine kleine Essay gemacht, wo ich hat geschrieben, dass ich möchte die Beste in der Welt werden und auch in Bundesliga spielen. So, jetzt bin ich hier. Seit 2017 beim VfL. Die dänische Nationalspielerin ist vielseitig, bereitet vor und trifft. Mit links, mit rechts, per Kopf. Harder geht voran auf dem Platz. Und daneben hat sie ihre frühere Schüchternheit abgelegt. In diesen Tagen muss die 27-Jährige wegen des Corona-Hygienekonzepts beim Spaziergang Maske tragen. Die darf sie in Interviews abnehmen. Und Pernille Harder spricht offen über ihre langjährige Beziehung zur schwedischen Nationalspielerin Magdalena Eriksson. Obwohl sie ihre Liebe auch zuvor nicht versteckt hatten, sorgt dieses Foto im vergangenen Jahr für große Schlagzeilen. Da ist eine Riesensache draus geworden. Und da habe ich gespürt, dass wir Vorbilder sein können bei diesen Themen Homosexualität und Vielfalt. Magda und ich sind gemeinsam stark. Wir können vielen helfen. Ich habe kein Problem, an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn ich damit anderen Menschen helfen kann, glücklich zu sein. Many other people to be happy. Sie unterstützt wie auch Jürgen Klopp mit einem Teil ihres Gehalts die Organisation Common Goal und setzt sich für ein Projekt in der Trainerausbildung ein. Die Trainer sollen lernen, offen zu sein gegenüber Homosexualität und Herkunft. Sie sollen Toleranz vermitteln und Jugendliche ermutigen, dass sie zu sich stehen und lieben können, wen sie möchten. Das ist sehr wichtig. I think it's really important. Sie wünscht sich, dass auch im Profifußball der Männer das Umfeld toleranter wird. Kein Profi muss sich outen. Wichtiger ist, dass die Männer aber diese Möglichkeit sehen und sich nicht verstecken, weil sie Angst vor den Reaktionen haben. Die Liebe könnte sie im kommenden Jahr weg von hier ziehen, nach England, wo ihre Partnerin spielt. Aber vorher möchte Pernille Harder mit dem VfL weiter Titel sammeln, wie den DFB-Pokal am Samstag.